Weiter geht's hier. Herzlich willkommen am Sonntagmorgen zur Let's Play-Ausgabe auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map. Ich schmeiß mal hier mein Follow-Me raus. Mach den Motor an. Besser ist. Lässt sich dann meistens viel besser fahren. Laufender Motor. Schmeiß das mal hier rein. Geh mal was gucken. Möchte mal wissen, wie viel Weizen wir jetzt noch hier drin haben. Das glaube ich gar nicht so viel. Naja, 817.000 Liter ist doch eine ganze Menge. Und man darf ja nicht vergessen, das kommt jetzt nur von Feld 45. Und wir haben damit schon die Dingens und die Bummens voll gemacht. Die Brauerei haben wir damit voll gemacht. Und wir haben die, wobei, den könnte ich vielleicht noch als Abfahrer gebrauchen. Wir haben die Brauerei voll gemacht damit. Und wir haben noch die Mühle voll gemacht. Also die Mehlfabrik, wie sie ja hier heißt. Achso, nee, ich wollte erst was anderes machen. Hier unten stimmt nämlich irgendwas nicht. Wir sind ja auf Feld 43 irgendwie am Dreschen und irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der hier steht im Weg. Den nehmen wir mal weg. Dann kann nämlich der... Eigentlich könnte der Drescher dann jetzt mal wenden. Hallo Drescher. Oder willst du jetzt erst abtanken oder was? Dann tanken wir jetzt erst ab. Ist mir auch egal. Boah. Ja. Ey, bleib mal locker. So, komm, abtanken. Jetzt geht das mit dem Rückwärtsfahren hier wieder los. Flip aus. Wobei, eigentlich ist das Quatsch, so rumzufahren. Das heißt, er wäre jetzt eigentlich hier nochmal rumgefahren und fängt dann da sein Vorgewende an, oder wie? Oder wie soll das gehen? So, läuft. Erstmal mal gucken, wie lang. Achso. Den brauchen wir erstmal gerade nicht. Achso, da unten ist auch unser Saatgutfahrer ist auch fertig. Den können wir da auch gleich wegholen. Und hier können wir erstmal vernünftige Anhänger dran machen.
Ja, die machen wir jetzt noch nicht sauber. Achso, den habe ich wohl gerade sagen, wieso steht der denn jetzt hier? Aber den habe ich zurückgesetzt, ja klar. So was. Klar, dass der dann natürlich hier steht. Wo soll er auch sonst stehen? Ich will mal eben was gucken. Da oben, das ist ja irgendwie Feld 5, 6, irgendwie so. Schade. Welches Feld ist das noch? Und 6, 7. Da gibt es noch keinen Kurs. Alles klar, da müssen wir dafür Kurse bauen. Macht ja nichts. Sehen Sie nichts? Ist denn da jetzt wieder der Deckel auf? Die Plane auf, habe ich doch nicht gesagt. Aber er steckt im Verkehr fest, ja, steckt im Verkehr fest. Hat er nicht so ganz Unrecht mit, ne? Hat er nicht so ganz Unrecht mit. Den da. Haben wir den Fruchtwachstum noch an überhaupt? Ja. Achso, vielleicht sollte ich mal zwischendurch mal. Habe ich schon lange nicht mehr. Na, Spaß. Kann ja nicht schaden.
ist doof hier. Könnte hier nämlich schon mal eben einen Kurs einfahren. Einen Teilkurs zumindest. Was mit dem Abfahren nachher einfacher ist, aber dazu muss ich... ich will mal eben mir das Feld angucken. Entschuldigung, ich muss mal eben an meinem Headset fummeln. So. Kreuzungspunkte anzeigen. Ich will nur mal eben schauen, wie denn hier so die Feldränder beschaffen sind. Ja, alles klar. Super. Super. Von hier komme ich auch nicht an jeden Punkt des Feldes. Wie sieht das da hinten denn aus? Ne, okay. Oh. Das lassen wir mal. Das machen wir nochmal. Wollen wir ja vernünftig machen, ne? So. Sprich, wir wollen ja auch so fahren, dass wir uns hier auch entgegenkommen können. Und nicht so ein Schrott, wie ich da bei dem anderen gemacht habe. Ja, hier weiterfahren. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das geht wohl. So, da haben wir's. Temp F. Was für ein Feld? Welches waren das jetzt? 38. Temp F 38. Kleine Insel. So, und jetzt holen wir uns hier. Den da, machen da einen Überführungskurs drauf, sagen, er soll anhalten. So, ihr habt es auch gehört, ja, die Session ist um, die Session nicht, die Folge ist um, nachher 14 Uhr geht's weiter, zweite Folge für heute und dann am Dienstag
gibt es dann eine weitere Folge vom Match auf der NF Match Map gegen Experience. Könnt ihr auch mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Gestern gab es ja nun die erste Folge. Und ja, in diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.